Ich bin der Thorsten von Kornkreise Dresden und wir backen gemeinsam Brot und nutzen dieses gemeinschaftliche Brotbacken als Instrument für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir machen das auch mit Behinderten oder mit Kindergruppen oder als Integrationsarbeit mit alten Menschen, die sich erinnern, wann haben sie das erste Mal Brot gebacken und da kommen die Erinnerungen hoch. Mehl ist Mehl. Was? Mehl ist. Das zu beobachten, wie sich alles verselbstständigt und jeder so seine Verantwortung übernimmt und die Leute auch irgendwie durch diesen Umgang mit dem Teig plötzlich total fasziniert sind, wie der aufgeht. Also meine Sachen sind noch nicht aufgegangen. Beim Backen macht man es richtig heiß. Wie heiß denn? Richtig heiß. Im Bereich Nachhaltigkeit ist es ganz wichtig zu erkennen, dass unsere Ernährung aus Kreisläufen stammt. Und deswegen geht es uns als Kornkreise Dresden auch darum, zu vermitteln, wie entsteht ein guter Nährboden für unser Essen, wie wächst ein Getreide vom Samenkorn bis zur Ernte und wie wird das verarbeitet. Und deswegen ist es im Endeffekt im Kern ein Bildungsprojekt, was nicht nur Brot backt, sondern eben diesen gesamten Kreislauf in seiner Komplexität versucht, auf einfache Weise zu vermitteln. Benutzen tun wir dafür ausschließlich lokal erzeugte Getreidesorten und auch alte Sorten. Unter anderem geht es aber auch darum, alte Handwerksberufe wie in der Landwirtschaft oder der Bäckereiberuf wieder attraktiv zu machen und zu zeigen, dass es eben nicht alles mit Hightech funktioniert, sondern auch High Feeling braucht. Mehlig. Ja. Mehl ist doch selber. Und Mehl ist selber mehlig, klar. Das ist schon faszinierend, das immer wieder zu sehen, wie das auch die Erwachsenen berührt und mitnimmt auf so eine Reise. Wir können unsere Lebensmittel selber verarbeiten. Zumindest sind wir der Auffassung, dass Brot auch so ein Symbol für Frieden ist. Also zumindest das Brotbrechen auf der ganzen Welt, auch unterschiedliche Kulturen. Und das ist immer so ein Zeichen, wo man nicht kulturelle oder religiöse Unterschiede im Kopf hat, sondern das die Gemeinsamkeit. Und das ist ein wunderschönes Erlebnis, zu sehen, dass die Wirkung unseres Projektes noch viel mehr kann, als nur den Menschen irgendwie ein leckeres Brot zu servieren.